Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy VII, dem Remake Crisis Core mit Zack. Dann wollen wir mal. Nö. Hier waren wir ja schon. Vielleicht müssen wir gleich nochmal kämpfen, aber ne? Probieren mal ein bisschen am Rand zu laufen. Angeblich soll das funktionieren. So, dann gehen wir nochmal in die Bar. Nö. Genau, das habe ich eigentlich ja schon gemacht, aber ich weiß nicht, warum das noch da ist. Also, beim letzten Mal zumindest auf der Karte noch angezeigt wurde. Ich kann ja mal gucken, ob es überhaupt noch angezeigt wird. Kampf nehme ich natürlich gerne mit. Ja. Ja, nein. Haben wir ja schon gehört. Wir wissen ja schon von dem Dings. Das haben wir doch schon. Hier aus dem Koffer. Ah, okay. Dann gehen wir mal ins Badehaus. Wenn es da weitergeht. Wie gesagt, ne, dieses kleine Geheimnis mit dieser Schmuggelware, das haben wir schon gelöst. Das haben wir schon mitgenommen. Ui. Muss mal früher ein nettes Badehaus gewesen sein. Nett. Ah, schon wieder so ein Kopf drauf. Activating Combat Mode. Nehmen wir dich halt so mit. Conflict resolved. Ne? And Geo Monsters. Ja, immer noch. Does that mean he's here? Muss nicht sein. Ich habe aber gerade eine Truhe gesehen. Die wir mitnehmen können. Beziehungsweise den Inhalt. Da ist nichts, ne? Oder? Einmal hier so ein Wasser. Kommen wir da überhaupt rein? Au. Bestimmt heiß. It's way too hot. Mit noch mehr Wasser. Ne, von da sind wir gekommen. Also müssen wir da oben hin. Ui, Cloud! Hey! Was ist da denn passiert? Cloud, come on! I'm okay. Zong! Zong! Was ist denn hier passiert? Up ahead. You have to catch Hollander. Okay. Geo is waiting for you. Ah, ist doch in der Nähe. Okay. Na dann. Warte, ich muss mal kurz jemandem Bescheid sagen. Ja, ich mach gleich. Ah, okay. Dankeschön. Ich habe gerade aufs Telefon geschaut. Ne? Aber gut, dann gucken wir mal. Immer schön nach Truhen gucken. Ja. Okay, hier sind keine Truhen. There's something inside here. Mhm. Na, ich hätte ja Dings drauf gemacht, irgendwie. Ne? Eine Eisra oder irgendwie was in der Art. Apropos irgendwas in der Art. Wir haben ja noch Vita hier. Aber ich habe auch schon Vitra. Das könnten wir mal ein bisschen leveln. Ne? Und dann schauen wir mal. Ja, nehmen wir mal die Heilung mal mit, ne?
meine, solange wir keinen Kampf gegen Links haben, gegen Genesis, sollte alles in Ordnung sein. Das ist auch ein weirder Weg irgendwie durchs Badehaus, oder? Ich glaube nicht mal, dass es ein Weg ist, sondern irgendwie nur für uns irgendwie hier so, aber weird. Ja. Das ist so ein typischer Final Fantasy Weg. Nice! Conflict resolved. Na gut. Gehen wir mal weiter. Oh, Angel. Aber wo ist Hollander? Immer noch nice Flügel. Auch wenn die nur auf einer Seite rauswachsen. It should have been me. I should have dealt with Genesis. Ja. Then why'd you send me? To prepare you for your next fight. Nein. Have you lost it? Ah, stop it. Someone's waiting for you, no? Angeal, don't do this. Very good, Angeal. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! Fine. Then do it for your mother. My mother's shame made her take her own life. Shame? Oh. How terribly misguided. She should have been proud. Hollander ist sein Vater. Proud that she was the namesake of our experiment. Project G. Or should I say, Project Jillian? Don't say her name. Jillian, the woman implanted with Genova cells. Genesis, who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure. I'll admit it. But you, Angeal, you were actually bred inside Jillian's body. You are perfection. Zack, I am perfect. A perfect monster. My cells can absorb genetic traits and pass them along to others. Oh, yeah. A two-way conduit. Genova's power has passed on to you completely. Zack. Der hat nur einen Flügel. Do you remember what I said about our enemy being all that creates suffering? Yeah, but you're not one of them. But I created my own suffering. Er kämpft gegen sich selbst. Zack, let me show you. Stop it! You don't know what you're doing! At least one sample. Sie greifen nicht dich an. Angeal! Er hat sich selber angreifen lassen. Hat er sich geopfert? Ach Mensch, Angeal, du bist der einzige Vernünftige von den dreien gewesen. Bis eben. Ah. Bossfight, den wir nicht hinkriegen können. Mal wieder. Angeal. Ja, er hat keins mehr. Activating combat mode. Ah!
10 Minuten im Video und dann schon sowas. Naja, dann nehmen wir das. Als Gegenstrike. Show me the true power of Soldier. Mind your own business. Okay. Cool. Er ist halt nicht mal annähernd so stark wie Genesis. Obwohl er eigentlich der perfektere sein soll. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja. Ein bisschen traurig. Dass Genesis ein bisschen stärker war als er. Oder der Bosskampf schwerer. You have my thanks. Okay, habe ich dich vom Leid erlöst, oder wie? This is for you. Ah, so ist er ans Schwert gekommen. Also, der Dings ist nicht sein Vater. Es ist anscheinend so, dass nur seine Mutter und er zusammengearbeitet haben, glaube ich. Ich habe das vorhin missverstanden. Also, sein Vater hat ja gearbeitet, um das Schwert... Ne? Für seinen Sohn da. Und anscheinend hat nur die Mutter irgendwie... Ja, war das Experiment. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. And to honor. Ja. Jetzt regnet's, jetzt kannst du weinen. Ja, lass den Regen deine Tränen wegwaschen. Eieieiei. Hey, Zack? The sky is closer in the city above, right? Oh, wie süß. Kinda scary. But the flowers might like it. Maybe. Mhm. Aww. Er ist immer noch traurig. Oh, wie süß. Oh, tragisch und süß zugleich. Tragisch süß. Ja, ne? Er muss das erstmal verkraften, er war ja schließlich sein Kumpel. Wir waren befreundet und... Ja. Jetzt nutzen wir das Schwert, oder wie? Wow. Transformation. Sex Transformation. Vom kleinen Süßen zu Badass Zack. Ah. Also er hätte trotzdem weiterhin zum Friseur gehen können. Dürfen. Naja. Ist das Cloud? So you wanna be a soldier? Hang in there. Cloud. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams.
And whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Aww, das ist irgendwie cool. Er ist schon nice. Ah, Cloud, wie süß. So ein kleines Schnuckelchen. Aber Zack ist trotzdem süßer. Ah, jetzt ist Angel leider wahrscheinlich tot. Ah, schade. Aber eigentlich, also ich mochte ihn ja. Ne? Ich mochte ihn wirklich. Also er war ja eine quasi Vaterfigur für Zack. Eine Freundschafts- und Vaterfigur und ist schon tragisch. Project G was Angel's mother's experiment. Mhm. I apprehended Hollander in Modeoheim and turned him over to the company. Ja, da hat wirklich eine andere Frisur, ne? The company put me on standby. That was a while ago. Shinra is in disarray. The Turks are hanging around me every day. Aww, wenigstens etwas. They say our vacations overlapped coincidentally. Yeah, right. But none of them ever mention Angeal. Or Genesis. Not a whisper. Almost. Yeah. As if they never existed. Ich glaube nicht mal, dass es das ist, sondern dass sie dich is einfach nur nicht verletzen wollen. Nein, what die exactly wollten dich einfach nur nicht verletzen. Do I have left to fight for? What is soldier honor? Das, was du daraus machst? Beschützen. Ne? Sehr schön. Oh. Sehr süß. Obwohl die Haare ein bisschen lang sind, aber gut. Lange Haare sind auch nice. Suntan Lotion? No. Never mind that. Ey, hol dir nicht noch einen Sonnenbrand. What is this? Are they putting me out to pasture? Nein. Use some R&R. Ja, du hast so viel gemacht, da kannst du auch mal. That's it. I'm calling them. Director Lazard. Ach komm. He's been missing for a while now. Okay, it aber was Lazard who was funding Hollander's research using the company's money. Are you serious? We're interrogating Hollander, so we should learn more soon. What's wrong with them? People. What are they all thinking? Nichts. The truth lies within each person. Ja, but oder even so. Truth seems suspect once it leaves their mouths. Ja. Cisne, go do something. Calling Aerith? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know. Sie weiß es. She never said anything. The only one left in the world, huh? She is one of a kind. Yeah. Heads up! Genesis copies! Ach, jetzt sogar im Urlaub. Regenschirmfight! Activating combat mode. Jetzt haben wir einen Regenschirmfight! Oder Sonnenschirmfight. Wir kämpfen wirklich mit so einem fucking Sonnenschirm! Das gibt's doch nicht. Wir haben erst Angels Schwert bekommen und jetzt kämpfen wir mit einem fucking Sonnenschirm. Und verprügeln Genesis-Replikate. These guys are still around? Tja. But Genesis ist nicht tot. Genesis may be around too. Huh? When the soul leaves the body, it returns to the life stream. Yeah, and? A river of souls circles the planet. Perhaps Genesis's soul is also... Controlling copies from the life stream? Is that what you're saying? Ah. Just a supposition.
In any case, oder er lebt einfach noch. Over. Ja, na dann wollten wir doch eh. Come with me. Junon is under attack by an unknown force. Ja, gut, dann ist das unser nächstes Ziel, denke ich. Gehe ich mal von aus. Wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, im Hauptquartier die Leute anzusprechen wegen der Mission, ne? Weil wir sollten ja mit gewissen Leuten im Hauptquartier sprechen, weil wir gewisse Missionen gemacht haben. Ah, das kommt wohl noch. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen... Bin ich da ein bisschen zu schnell gewesen. Genesis copies again. They're just running wild. Ja. Activating combat tun die das nicht immer? Panzerschwerthaltung. Jetzt, da Zack das Panzerschwert schwingt, kann er im Austausch gegen FP eine Kampfhaltung einnehmen, in der er Angriffe ablocken kann. Kampfhaltung einnehmen. In angenommener Kampfhaltung wird das Kommando Angriff durch Schwertwirbel ersetzt und Zack kann durch den Einsatz von Fertigkeiten mehr Schaden verursachen. Außerdem schreckt Zack bei gegnerischen Angriffen nicht zurück. Schwertwirbel in der Kampfhaltung. Je öfter Zack das Panzerschwert verwendet, desto geschickter wird er mit der Waffe. Dadurch kannst du dir viele Vorteile im Kampf verschaffen. Lass Zack also so oft wie möglich die Kampfhaltung einnehmen und Schwertwirbelangriffe sowie Fertigkeiten ausführen. Necro-Subspirit. Jetzt, da Zack das Panzerschwert schwingt, erhält er den Effekt Necro-Subspirit. Jedes Mal, wenn Zack einen Gegner durch Angriff oder Fertigkeiten besiegt, wird durch Necro-Subspirit eine kleine Menge MP und FP wiederhergestellt. How about this? Gonna love this. Conflict resolved. Cool. Oh yeah. Nee, finde ich nice. Ist cool. Hollander is in Junon now. His presence can't be a coincidence. Nee, das ist kein Zufall. Vielleicht soll er ja befreit werden. Ja. Is it? We'll evacuate the residents. You work on securing Hollander. Ja, leider. I'm securing Hollander? Don't you need me on the battlefield? Nö. Hollander has top secret information. The president says he's priority one. Yep. With Director Lazard absent, soldiers' chain of command is shaky at best. Dachte ich mir. These attackers exploited that weakness. Yep. Zack, you're the only one who can move freely. You must secure Hollander. Auf jeden Fall. Hollander is being held at the 8th level detention center in Upper Junon. Okay. Use the emergency elevator to go up. It's at the end of this path. Yep. Zack, we need this. Klar, gehen wir da hin. He's still being interrogated. He can't fall into enemy hands. Ja. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Davor würde ich gerne nochmal speichern. Oh, Kapitel 5. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Kapitel es denn geben würde oder wird oder gibt. Activating Combat Mode. Here we go. That's enough. Later. Conflict resolved. Ich finde die Haltung gar nicht mal schlecht. Oh yeah. Passt ganz gut. Kann man ganz gut verwenden. Na? Schießen die auch noch? Activating combat. Bye now. No, you don't! Ja, also, wurde ja gesagt, ne? Je öfter wir die verwenden, desto besser wird er. Ach ja, aber das nehme ich trotzdem mit. Das ist immer cool. Außerdem mag ich die Esper. Sieht einfach cool aus, wie so ein richtig mächtiger Drache. Und das richtig war auch mächtig gezogen. Die nehme ich noch mit. Nö. Man weiß ja nie.
Ui. Ah ja. Genesis. No, a copy. Activating combat mode. This'll do. That's enough. Das Schwert hätte ich schon vorher gebrauchen können. Im Kampf gegen den richtigen Genesis. Aber gut. Nutzen wir es jetzt gegen die Copy. Oder also gegen das Replikat. Professor Hollander has escaped. Okay. What? They already hit us upstairs? No, but security was spread thin after the attack, and he used that opportunity to He escaped? On his own? Yes. It's as if he knew an attack was about to occur. Okay. It's possible that he received some outside help. Hmm. Where is he? Are there any leads? Cameras in the sixth level of Upper Junon have a positive ID on Hollander. We're okay. On the sixth level of Lower Junon, so he should be somewhere up ahead. To go to Upper Junon, go through the central passageway gate and go straight. Okay. Press the switch. Ich hoffe, das ist keine Lüge. Dass er irgendwie uns versucht abzulenken. All right. You look after the wounded. Sir. As for Hollander, leave him to me. Ja. Simultanoffensive. Zack, wo treibst du dich rum? Die ganzen Konflikte, die momentan zeitgleich an verschiedenen Orten ausbrechen, haben Soldat ganz schön auf Trab, was? Halten Soldat ganz schön auf Trab. Ich sitze jetzt im Heli auf dem Weg zu meinem Einsatz, aber du hattest doch Urlaub, oder? Ich hoffe, den haben sie dir nicht einfach gestrichen. Die derzeitige Angriffswelle könnte uns ziemlich in die Bredouille bringen. Nach dem plötzlichen Verschwinden von Lazar herrscht Chaos in der Befehlshierarchie. Keiner scheint den Überblick zu haben, wer sich gerade wo befindet. Ja, das hatte ja Lazar den Überblick, ne? Ist ja kein Wunder, dass dann niemand weiß, wer wo ist. Ah ja. Ah. Na komm. Ich krieg dich trotzdem down, komm. Geht doch. Schreiben wir uns noch mal kurz. Momentan sehr viele Cutscenes. Ah, da ist er ja schon. Ja. Nicht schon wieder. Ja, das hab ich auch gedacht. Stop pestering me. Stop. Den Gefallen werden sie dir nicht tun. Ja, mal ein bisschen zu spät mit dem Schokobo. Ein bisschen spät. Ah, da vorne. Guck mal an. Hier, nimm doch mal mit. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Die Möglichkeit zu speichern. Jetzt, wo die ganze Action herrscht. Okay, da kommen wir nicht hin. Jetzt müssen wir hier den Schalter betätigen. Und ja. Natürlich. Ja, irgendwie schon. Ja. Dankeschön. Moment. Achso, ist Cutscene. Okay.
Okay. Hab jetzt mal wieder nicht drauf geachtet, aber wenn eine Cutscene da ist. So dämlich. Beide. Ernsthaft. A new model? Yeah. Just you wait, Hollander. Yeah. Activating combat mode. Jetzt könnte ich das gebrauchen. Na komm. Geht doch. Ja, unsere Techniken werden schon besser. Unsere Fähigkeiten. This area has mostly been cleared. Ah ja. We'll lock the gate and make this a place of refuge. Making progress, huh? Ja. As for me, I still haven't secured Hollander. Gotta move. Yes, understood. Okay. Machen wir das mal eben. Naja, ganz schön viele Leute hier, ha? Wie war eigentlich dein Urlaub? Naja, kurz. Ich bin immer noch nicht an meinem Einsatzort angekommen, ob die Organisation so katastrophal ist, weil Soldat keinen Leiter mehr hat. Wie war es eigentlich am Meer? Du scheinst ziemlich gestresst in letzter Zeit. Hoffentlich haben die Wellen und die Sonne dir gut getan. Ja, doch. Deine Worte. Die Simultanoffensive auf Shinra hält Soldat gut auf Trab, was? Ich schreibe dir aus einem Helikopter, der mich zu meinem Einsatzort bringt. Übrigens, ich habe gehört, was du den neuen Soldatrekruten an ihrem ersten Tag mit auf den Weg gegeben hast. Erinnerst du dich? Das war der Tag, an dem du auch deine Frisur geändert hast. Du hast gesagt, tragt eure Träume im Herzen. Und was auch immer auch passiert, bewahrt eure Ehre als Soldaten. Diese Worte haben mich tief bewegt und sind seither mein Motto. Ich werde dir immer folgen, Zack. Haben wir jetzt eine Fangemeinschaft? Ich glaube, er hat jetzt eine Fangemeinschaft. Ich glaube, die letzten Minuten machen wir noch ein paar Missionen, ha? Huh? Oh, hier, guck mal. Stufe 4. Können wir machen. So. Das ist da vorne und wir haben keine Kisten, die wir holen müssen. Da. Nicht schon wieder. Ich hasse diesen Mistviecher. Gut, das ging schnell. Das ging schnell. Ach, wollte ich doch eigentlich, wollte nicht speichern, ich wollte hier Mission drücken. Entschuldigung. Ah ja, gut, machen wir das. Wenn wir noch Stufe 4 Missionen haben oder kriegen, passt das doch. Nö. Nee. So, ich habe eine schon davon. Ah, gibt nur eine. Ich wollte gerade sagen, eine habe ich schon entdeckt, aber das ist die einzige. Bring it on. Taking you down a peg. That's enough. Later. Conflict resolved. Nice. Oh, yeah. So, dann gehen wir mal rüber zur Truhe. Nehmen den Inhalt an uns. Und dann geht's auf zu dem Boss. Activating combat mode. Out of the way.
Here we go. This is gonna sting. Bye now. Taking you down a pass enough. Bringing out the big guns. Yeah. Good luck. Thanks. Aww. Heil muss man ein bisschen. Dankeschön. Und wir haben Stufe 30 erreicht. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist super. So, einmal wieder ein Missionchen. Ah, auch zwei. Stufe 4. Sollten wir hinkriegen. Stufe 4 kriegen wir hin. Mittlerweile ist das nicht mal mehr so schwer. Na komm. Na, guck mal. Wäre auch mal besser. Sehr schön. Sag doch, sollte kein Problem sein. Aber seine Fähigkeit hier, Dings, ne? Ist schon nervig. So, dass er unsere Matrix da irgendwie ausschalten kann. Gut. Dann geht's hier weiter. Nö. Okay. Ja. Müssen wir nur nach den Runen suchen. Bring it on. Bye now. Ja. So langsam gewöhnt er sich an das Schwert. Oh, ich hätte mal da lang gehen sollen, ne? Hä? Da? Ja. Das ist bestimmt eins. Ja. Out of the way. This'll do. This is gonna sting. See it. Ja, die Missionen helfen uns gerade mit dem Schwert ganz gut. Ah, nee, hier ist gar keine. So gemein, das sah gerade so aus wie eine Truhe. Doch, da. Ich würde meinen, wozu ist der Raum denn sonst da? Ist doch prädestiniert dafür, hier eine Truhe zu platzieren und hier hinten. Bestimmt. Warte, wo muss ich da hin? Geradeaus? Links können wir trotzdem hingehen. Nochmal nach rechts. Es müsste dann hier sein. Das war klar, aber wir brauchen es ja auch. Ja, wir sind halt OP, ne? Da ist die Truhe. Okay. Jetzt hier lang. Ja. Wie gesagt, das hilft uns ja auch mit dem Schwert. Ja. Ui, Blitzgar haben wir auch verbessert. Ja, das war klar. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn noch gar nicht besiegt. Ich bin schon auf dem Weg zum Bosskampf.
Activating combat mode. Mit der 1 HP hat er noch überlebt. Conflict resolved. Activating combat mode. Heads up! Gonna love this! Heute ein Folger, ne? Folger wäre super. Okay. Aber dann würde ich sagen, reicht es von der Zeit, dann speichere ich gleich. Nö, deswegen habe ich auch eigentlich nur die Mission gemacht. Weil ich wusste, okay, ja, die paar Minuten. Jetzt nochmal da dem Holländer hinterher. Ne? Lohnt nicht, aber so ein paar Missionchen da, die passen schon. Gut. Gespeichert haben wir. Dann beende ich den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.